Okidoki, der Brunnen von Eldora. Dann schauen wir doch mal, was in diesem Brunnen so Schönes sich befindet. Log, Jay Walden. Bisher kein Lebenszeichen. Es wird schon wieder dunkel. Wir werden in der Nähe des Brunnens heute Nacht campen. Der Brunnen scheint leer zu sein. Eventuell geht es dort durch einen Weg raus. Vielleicht finde ich die anderen ja doch. Eieieiei. Irgendwie habe ich so das Gefühl, dass falls wir noch irgendwelche anderen finden, das dann auch nur in diesem Zustand ist. Das Einzige, was wir noch finden werden, sind potenziell hinterlassene Gedanken. I guess. Aha. Schön. Na, hier ist sie dann ein bisschen dunkler. Flakgranaten kriegen wir auch schon. Bin echt gespannt, wie viele alternative Waffen wir auch noch finden werden. So. Also halt neue Waffen. Da werden wir eine andere Shotgun finden. So wie unter anderem ja neben Granatwerfer auch noch ein Sturmgewehr dazu bekommen haben. Ich denke mal, das hier bleibt erstmal zu. Da kommen wir wahrscheinlich nachher noch hin. Then again, warte mal. Ach, da unten ist nichts. Okay, perfekt. Oh lol. Huch. Oh, ich habe gerade gemerkt, der Winkel ist auf jeden Fall etwas, was man einmal wissen muss. Also man sollte schon eher auf die Gegner zielen. Ich habe wenig HP, fällt mir gerade auf. Jetzt weiß ich gar nicht, ob ich mich mit den Granaten einfach nur echt hart selber erwischt habe. Aha. Okay. Oh. Interessant. Ja, ein bisschen Licht ist doch ganz nett schon mal. Aha. Öffne dich, Tür. Ach lol. Hey. Frech. Maximal frech. Na? Nee. Ah, okay. War nur auf Zeit, I see. Okay. Ach du Scheiße. Sehr schön. So. Dringendst brauche ich die. Ja, leider hat... Oh, nice. Flecken haben wir auch schon. So, was haben wir hier Schönes im Brunnen? Eieiei, okay.
ein potenziell etwas größeres Areal. So, die sind beide down, nice. Ey. Aber die Taschenlampe wird nicht zufälligerweise aufgefüllt. Nee, auch zu schön gewesen. Zu schön wäre das gewesen. Das hier ist wenigstens tatsächlich schön. Okay. Oh, ein Schlangenwesen hier wieder. Ja, schön. Oh, da ist ja noch eines. Ich. Ja, gemein. Das war gemein, den habe ich nicht gesehen. So, da waren noch zwei Fischis. Ah. Nummer 1 ist tot. Sehr schön. Okay. Wenn wir jetzt ein bisschen besser aufpassen. Ist ja überhaupt nicht awkward, so auf den zu schießen, ey. Aber ich glaube, das hat gut funktioniert, doch. Oh, come on. Ich sollte vor dem speichern. Der ist gar nicht mal so ohne im Wasser. Der ist gar nicht mal so ohne im Wasser. Sehr schön. Okay. Machen wir das nochmal. Sehr schön. Wo ist denn jetzt der andere hin? Na egal, wenn der sich gerade nicht zeigen will. Erstmal gut für mich. Ah, lol. Mhm. Interessant. So, und wenn ich jetzt hier... Den Hebel kann ich nicht betätigen. I see. Na. Sehr schön. Jetzt habe ich sie schön auf Abstand. Und das ist praktisch. Okay, das bringt mir auch... Nein. Oh, fuck. Ah, okay, ist nur so einer. Na, bei so einem anderen wäre das jetzt ein Problem gewesen. Bei so einem Salamander. Okay. Dann gucken wir mal, was in der Richtung noch ist. Muss auch auf meine Taucherrüstung jetzt hier tatsächlich mal achten.
mir eine lange Unterwasser-Section, aber wir haben ja auch notfalls Mittel und Wege, wie wir an Luft kommen. Sauerstoffversorgung kritisch. Aber ich glaube, das sollten wir noch bis ganz durchschaffen. Denke ich mal. So weit war es dann auch nicht. Und es hält ja tatsächlich echt lange. Was liegt denn da unten? Ah, okay. Ja, aber wird tatsächlich ganz schön knapp. Aber jetzt haben wir ja noch unsere normale Luftversorgung. Kein Problem. So. Ein Schildgürtel. Log S. Brown. Es wird immer schwerer, die Berge zu erklimmen. Ich werde müde. Ich habe gerade einen Brunnen in der Nähe entdeckt, werde ihn erforschen. Er wird von einigen Viechern bewacht, aber ich sollte es schaffen, unbemerkt in ihn vorbeizukommen. Ach, hier ist ja gar nichts mehr sonst. Hier war ja nur der eine Gang. Ha. Das heißt, ich habe irgendwas im Wasser übersehen, was ich hätte machen sollen. Das ist interessant. Das heißt, irgendwo in diesen sehr langen Gängen da hinten, wo man reinschwimmen kann, ist noch irgendwo irgendetwas zu tun. Dann schauen wir uns doch nochmal um. Ich hatte halt gewundert, dass ich diesen Hebel nicht betätigen konnte. Irgendwie fühlt es sich an, als sollte man das können. Vielleicht von einem anderen Winkel aus. Soll ich ihn anschießen? Nee. Vielleicht noch oben irgendwas. Hier geht's hoch zum Beispiel. Yes, aber hier ist es sehr zu. Aber vielleicht ja an einer anderen Stelle nicht. Gemein auf jeden Fall. Sehr gemein. Die Schalter hier oder was auch immer diese Dinger sind, kann ich auf jeden Fall nicht betätigen oder so. Heißt, irgendwas anderes muss noch erledigt werden. Könnten hier mal gucken. Ah, hier geht's noch hoch, oder? Ja, jetzt. Oh je, wir müssen uns beeilen. Können wir nicht, hier ist zu. Fuck. Sehr schön. Hier geht's rein. Und hier geht's hoch. Sehr schön. Heieieiei. Jetzt gucken wir mal. Hier kommen wir auch bestimmt schneller wieder raus. Ayo. Krass. Krass, krass, krass. Unser Schild ist leider schon ganz schön in Mitleidenschaft gezogen worden, unser Schildgürtel. Naja. Okay. Eine Bootstour scheint es hier auch wieder zu geben. Na ja, schön. Das war ein Gegner. Okay. Dann farm ich. Nevermind. Ich bin gleich wieder da, Boot. Geh nicht ohne mich weg.
Ah, nein, lass mich rein, bitte. Lol. Okay, hier ist eh Ende. Dann ist doch alles in Ordnung. I'm glad I figured out how to bring water back into the underground well system. The Nolly won't die of thirst. And it's a good thing the scuba gear works so well. I wouldn't have made it without the new equipment. As much as I hate being back here, I have to say it was good to see the Nolly again. I believe I'm getting closer to the Prometheus. I can feel it. Okidoki. Ja, selbe Spiel wie beim letzten Mal schon. Ich guck natürlich noch. Werd aber einfach schon mal vorsorglich sagen, dass man sich dann beim nächsten Level wieder sieht. Genau. Ja. Bis dann. Ciao.